Ja, hallo zusammen. Entschuldigung an alle, die jetzt noch hier Mittag essen. Wir treffen uns heute zum Thema Jobs to be done. Wir haben den Eckhard Böhme mal wieder zu Gast. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Viele von euch kennen den Eckhard. Viele hatten auch schon bei ihm einen Workshop zum Thema. Unser Ziel ist heute, nochmal allen, die Jobs to be done noch nicht gehört haben, eine Einführung zu geben, so einen 30-minütigen Crashkurs. Und ich werde so ein bisschen erzählen, was wir in den Entwicklungsteams schon für Erfahrungen mit einzelnen Teilen aus dieser Methodik gemacht haben, einfach um euch ein Gespür dafür zu geben, was uns das wirklich bei Seibert Media weiterhelfen kann. Da werde ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ab 14 Uhr wird es dann die Möglichkeit geben für halbstündige Sprechstunden mit dem Eckhard. Wir haben mal so vier Themen geschnürt, die verschiedene Zielgruppen haben. Das ist, ich weiß jetzt nicht die richtige Reihenfolge, ein Thema ist so dieses Mentoring, wo man auch wirklich als Mitarbeiter die Methodik anwenden kann, um herauszufinden, was wird eigentlich von mir hier erwartet, was ist mein Job hier. Das Thema Marketing, wie kann ich Jobs to be done nutzen, um besseres Marketing zu machen. Dann das Thema Consulting, wie kann ich von unseren Kunden wirklich herausfinden, worum es tatsächlich geht. Und das Thema interne POs, also zum Beispiel jetzt der Ponyhof. Wie kann jemand aus dem Ponyhof herausfinden, welchen Service eigentlich die Kollegen von uns als Team erwarten? Das alles sind Beispiele, in denen wir uns gut vorstellen können, mit diesem Mindset arbeiten zu können. Das ist alles heute als Inspiration. Ich wünsche euch viel Spaß und jetzt übergebe ich an den Eckhard. Vielen Dank, Katja. Ja. Nee, ich freue mich wirklich total, hier zu sein. Ich bin immer wieder gerne hier. Ich kann mich erinnern, als der Paul mich das erste Mal eingeladen hat. Ich glaube, das war im August letzten Jahres, wo ich einen ganz kleinen Pep-Talk gegeben habe über Jobs to be done. Und dann ist das Ganze so ins Laufen gekommen. Und es kam ja jetzt dieses Rating der innovativsten Unternehmen in Deutschland heraus von Brand 1. Ich weiß nicht, wer davon schon was mitbekommen hat. Ich denke, das ist kein Zufall, dass die Ergebnisse so positiv waren, was die Innovationsfähigkeit dieser Firma angeht. Weil Jobs to be done ist auch ein sehr innovatives Thema, was jetzt langsam Momentum bekommt und Fahrt aufnimmt, was sehr schön ist. Aber es sind noch relativ wenige Unternehmen, die sich das Thema überhaupt anschauen und damit auch begonnen haben, konkret zu arbeiten. Also das ist eine ganz tolle Sache. Und wie gesagt, ich freue mich, hier zu sein und für das Thema zu werben. Und wir schauen uns einfach mal an, was ist Jobs to be done und wie kann man es auch umsetzen? Weil es ist ja schön, eine Theorie zu haben, aber man will es ja auch umsetzen. Ganz wichtig aus meiner Sicht ist, ich arbeite mit sehr vielen Firmen zusammen und dann gibt es manchmal so ein bisschen das Gefühl, ah, das ist jetzt wieder eine neue Sau, die durchs Torf getrieben wird, das war wieder ein neues Buzzword, das war wieder eine neue Geschichte. Und ich denke aber, und das ist, ihr seid eigentlich hier der beste Beweis, dass bei Jobs to be done um mehr als nur eine Methode geht. Es geht hier um wesentliche Prinzipien, über Kundenbeziehungen nachzudenken, über seine Rolle als Unternehmen nachzudenken. Das sind so wesentliche Dinge, das wird man schnell sehen, das ist keine Methode. Es gibt zwar Werkzeuge, die man anwenden kann, um das zum Leben zu bringen, aber wie gesagt, das ist eine Sache, die man entweder macht oder nicht. Ich fange immer ganz gern an, über ein paar Mythen zu sprechen, die so im Markt oder immer noch bei vielen Leuten vorherrschen. Und mit den Mythen müssen wir einfach Schluss machen, damit wir diesen Wall durchbrechen, um Fortschritt machen zu können. Das erste Mythos ist, dass immer noch auch den Leuten vermittelt wird, dass Kundenmerkmale letztendlich die Kaufmotive bestimmen. Also Kundenmerkmale, was meine ich damit? So demografische Eigenschaften wie Alter, Geschlecht, Herkunft, vielleicht auch andere Dinge wie Wertevorstellung und solche Dinge. Und das packt man ja immer in so Zielgruppendefinition und sagt, für diese Zielgruppe entwickle ich jetzt ein Produkt. Und dann vermarkte ich mein Produkt zu dieser Zielgruppe. Das ist immer noch diese klassische Vorgehensweise.
Der Haken an der Sache ist, es ist nicht ursächlich für den Kauf oder für irgendwelche Handlungsentscheidungen, wer ich bin. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, was ich selber am eigenen Leibe erfahren habe. Und zwar, ich bin 1997 nach USA gezogen und gucke mich da um bei den Autos. Wer fährt denn diesen Jetta? Das sind ja ganz junge Leute. Das sind ja sogenannte Teen Driver. Das sind die Fahrer, die gerade einen Führerschein gemacht haben. Also USA macht man mit 16 Führerschein. Und ich habe mich gewundert, das kann doch gar nicht sein, dass so junge Leute so ein Auto fahren. Das ist total hip dort. In Deutschland war das immer das Auto für den, ich sag mal, 65-jährigen Herren mit Hut und Hosenträgern. Und wenn ich jetzt Produktentwickler gewesen wäre für das Auto und würde meinem Entwicklungsteam zwei Personas geben, einmal die von einem Teen-Driver, der das Auto in den USA fährt, und dann von einem 65-jährigen Herrn und sagt, entwickelt bitte mal ein Produkt dafür. Was wäre da passiert? Produktentwickler hätten mich angeguckt. Geht nicht, genau, geht nicht. Sind viel zu unterschiedlich. Sind zwei total unterschiedliche Zielgruppen. Und das hat mich auch wirklich stutzig gemacht. Ich habe gesagt, das kann ja gar nicht sein. Du musst dich entscheiden, willst du ein Produkt für diesen oder diese Person oder die andere Person? Wie gesagt, der Haken ist, die Charakteristiken und Eigenschaften dieser Menschen sind nicht ursprünglich. Die Lösung für das Problem hier ist, dass in den USA diese Autos auch von den Eltern gekauft werden. Und die wollen ein günstiges, ein sicheres, ein qualitativ hochwertiges, relativ gut ausgestattetes Auto haben für die Kinder. Und das ist ein ähnlicher Job wie für den 65-jährigen Herrn hier in Deutschland, der das Auto kauft. Und trotzdem gilt als hip, als ein hippes Auto drüben. Clayton Christensen hat wirklich eine nette Art und Weise, das so persönlich auszudrücken. Er sagte mal, hier bin ich, Clayton Christensen. Das ist der Vater des Begriffs der disruptiven Innovation, einer der Protagonisten von Jobs to be Done. Ich bin 64 Jahre alt. Ich bin 2,3 Meter groß, habe Schuhgröße 51. Meine Frau und ich haben unsere drei Kinder aufs College geschickt. Ich wohne in einem Vorort von Boston, der ist also Professor an der Harvard Business School. Und ich fahre jeden Morgen mit meinem Honda Minivan zur Arbeit. Aber keines dieser Eigenschaften und Charakteristiken hat mich heute Morgen dazu veranlasst, loszugehen und die New York Times zu kaufen. Das ist wirklich der Punkt. Dass wir das verstehen müssen. Warum hat er die New York Times gekauft? Um vielleicht sich weiterzubilden oder zu wissen, was los ist oder seine Wertevorstellung bestätigt zu bekommen. Das waren also diese Jobs. Genauso wenig kann man mit Zielgruppendefinition den Porsche auf dem Aldi-Parkplatz nachvollziehen. Ich war gerade vor ein paar Wochen wieder bei Aldi und guck mich da um, was stehen da für Autos? Da steht ein Q7, da steht ein X5, da steht ein Touareg. Porsche habe ich jetzt nicht gesehen, aber das kann man mal googeln, Porsche auf dem Aldi-Parkplatz. Es ist einfach so. Was haben die Leute für einen Job, die mit dem Porsche zu Aldi fahren? Oder anders, großes Auto, teures Auto. Was haben die für einen Job? Sie selber haben gute bezahlte Jobs, hoffentlich, ja. Aber was haben die für einen... Was haben die für ein Bedürfnis, sagen wir es mal so? Will ich Lebensmittel einkaufen. Lebensmittel einkaufen. Was kann man bei Aldi noch kaufen? Nicht nur Lebensmittel. Ist jemand schon mal zu Aldi gegangen und kam raus mit ganz anderen Sachen, als er kaufen wollte? Ist es dir schon mal passiert? Ja. Ich kenne viele Leute. Ein Regal, ja, tatsächlich. Ein Regal. War das ein Schnäppchen? Ja, also denke ich mal. Ja. Das ist so eine Sache. Also es gibt diesen irgendwo dieses Bedürfnis, ein Schnäppchen zu machen. Deswegen sieht man halt viele Leute, die dorthin gehen und dann mit dem vollen Einkaufswagen wieder rausgehen und wahrscheinlich viel mehr Dinge gekauft haben, als sie eigentlich wollen. Aber wie gesagt, Zielgruppendefinitionen würden wir da nicht weiterkommen. So, Mythos Nummer 2, Innovationen sind Glückssache. Fühlt sich heute immer noch so an. Wir müssen nur viele neue Ideen entwickeln, auf den Markt werfen und irgendeins wird schon an der Wand hängen bleiben und irgendeins wird erfolgreich werden. Das ist so das Gefühl. So, die Frage ist natürlich, kann man Innovationen, und wir müssen jetzt nicht nur von Rieseninnovationen sprechen, was ja sozusagen die Königsdisziplin ist, sondern auch von vielleicht
essentiellen Produktverbesserung. Kann man das planbar machen? Kann man das so machen? Kann man das so entwickeln, dass es erfolgreich sein wird? Ich glaube, die Antwort zu dieser Frage will jeder wissen. Du denkst schon. Warum? Ich habe jetzt als Beispiel das iPhone zum Beispiel im Kopf gehabt. Ja. Mhm. Damals eine große Innovation, das hat ja offensichtlich funktioniert. Ja. Das iPhone, genau, das ist ein guter Beispiel, hat funktioniert. Und Apple ist auch eine Firma, die das gut macht. Hier sind noch mal ein paar andere Firmen, die nicht nur einmal eine gute Geschäftsidee hatten, die wirklich super angekommen ist, sondern die bringen kontinuierlich neue, erfolgreiche Produkte auf den Markt. Das heißt, sie machen etwas anders als andere. Ich habe mal hier Beispiel IKEA. Wenn wir also Bedürfnis jetzt, wir kommen so langsam zu dem Kernthema, Bedürfnis umformulieren und nicht mehr über, sagen wir mal, relativ schwammiges Bedürfnis sprechen, sondern das Ganze als Job definieren, hilft mir IKEA, am selben Tag noch einzuziehen. Ich könnte also jetzt aus dem Ausland hierher ziehen, meine Sachen sind alle in einem 40-Fuß-Container, mehrere Wochen lang unterwegs, ich kann zu IKEA gehen und am gleichen Tag noch einziehen. Vielleicht nicht nur eine ganze Wohnung, aber ich kann vielleicht, wenn ich es brauche, ich kann sofort ein Schlafzimmer haben, ich kann eine Küche haben, ich kann mir das Ganze aufbauen lassen. Das ist ein Job, den erledigt IKEA sehr gut. Andere Firmen, zum Beispiel Intuit, ist ja auch eine bekannte Firma, Softwarefirma, entwickeln Steuerberatungssoftware, TurboTax ist ein Produkt. Da kann man sich selber eine Steuererklärung zusammenbauen. Und die haben immer gedacht, jahrelang, wir müssen diesen Abfrageprozess so gut wie möglich machen, möglichst detailliert, damit wir möglichst viele Daten rauskriegen, damit der die Software gekauft hat, möglichst viel zurückkriegt. Dann haben sie Jobs wie dann entdeckt und haben mal erstes Mal mit ihren Kunden gesprochen und haben sie erfahren, die Kunden wollen überhaupt gar keine Steuererklärung machen. Die hassen das. Die wollen so wenig wie möglich. Die haben genau das Gegenteil gemacht. Die haben den Kunden so sehr involviert, wie es nur ging, aber die Kunden wollen so wenig wie möglich davon betroffen sein. Wir haben überlegt, was können wir denn machen? Können wir schon Daten reinladen, die irgendwo verfügbar sind bei Behörden? USA ist es so. Und genau das haben sie gemacht. Die kontinuierlich denken die, wie können wir das einfacher machen? Wie können wir den Kunden, den Benutzer so wenig belasten wie möglich? Das ist der Job. Das ist der eigentliche Job, den sie damit erfüllen. Noch ein kurzes Beispiel. OnStar ist ein System von General Motors. Sie haben das entwickelt. Ich hatte es auch mal im Auto. Das ist ein System, wenn du in Schwierigkeiten bist, hast zum Beispiel einen Unfall gebaut, der Airbag löst aus, dann konnten die automatisch anhand deiner GPS-Daten einen Krankenwagen dahin hinschicken. Weil wenn ein Airbag auslöst, so die Wahrscheinlichkeit, dass was Schlimmeres passiert, ist ziemlich hoch. Und du kannst auch den Knopf drücken und mit so einem Agent sprechen und sagen, hier, ich bin in einer komischen Gegend, ich bin eine Ausfahrt auf der Autobahn zu früh abgebogen, navigiere mich mal hier raus. Ich weiß nicht, wie man hier so rauskommt. So, kann ja einem mal passieren, dass man irgendwie komisch in einer komischen Gegend ist. Und dann haben die gedacht, wie können wir das denn noch mehr machen, noch besser machen, noch mehr Services anbieten. Dann haben die es total aufgeblasen, dieses ganze OnStar-System. Da haben sie einen Concierge-Service sich überlegt. Das heißt, du konntest dann den Knopf drücken, mit dem Agent sprechen und sagen, kannst du mir mal Konzertkarten kaufen? Kannst du mal mir einen Tisch reservieren? Kannst du mir, keine Ahnung, Pizza bestellen, was auch immer? Das hat aber keiner benutzt. Und die haben dann Jobs wie dann genommen und mit den Kunden gesprochen und erfahren, die Kunden wollen einfach nur Peace of Mind haben. Dafür beauftragen die sozusagen OnStar. Peace of Mind, egal wo du bist, wenn du mit deinem Auto unterwegs bist. Die haben den Job dann verstanden. Also es heißt nicht immer mehr Features, immer mehr aufblasen, sondern überlegen, da ist gerade der Wert, weniger. Wie können wir Sachen rausnehmen, wie können wir Dinge vereinfachen, wie können wir Schritte für den Kunden vielleicht rausschneiden aus dem gesamten Prozess. Das ist interessant. Aber wie gesagt, diese Firmen sind wirklich gut, die haben es wirklich verstanden und Apple gehört auch mit dazu. Die machen es auch auf der Markenebene, tun die bestimmte Jobs, wir sprechen also bei Jobs wie dann von diesen zu erledigenden Aufgaben oder Jobs, wirklich gut abarbeiten. Übrigens, wenn Fragen sind, könnt ihr gerne
währenddessen stellen, müssen wir nicht bis zum Ende warten. Ja. Gut, Mythos Nummer 3, Kunden können einem sagen, welche Produkte und Dienstleistungen sie wollen. Ist ja auch so eine Sache, die haben wir auch immer beigebracht bekommen. Sprich mit dem Kunden und frag ihn, was er will. Willst du das Produkt lieber in grün oder in blau oder soll es größer sein, soll es kleiner sein? Der Haken an der Sache ist, die Kunden können das einem meist nicht sagen. Warum können die einem das nicht sagen, was sie wollen? Die Kunden sehen die Lösung aus ihrer relativ beschränkten Sicht oft. Die sehen nicht alle Möglichkeiten. Sie sind ja auch nicht Hersteller. Sie haben sogar Schwierigkeiten, das auszudrücken oft. Das muss man rausfinden von Kunden. Wenn man jetzt Kunden fragen würde, dann kommen wir gleich dazu. Hier ist nochmal ganz kurz, Amazon, die machen das nämlich sehr gut, herauszufinden, was Kunden eigentlich wollen. Und hier Amazon, Jeff Bezos hat letztes Jahr im Aktionärsbrief gesagt, kein Kunde hat jemals Amazon gebeten, das Prime-Abonnement zu erfinden, aber ohne Zweifel hat es sich herausgestellt, dass sie es wollten und es gibt viele solcher Beispiele. Das heißt, wenn die Kunden einem sagen, hey, ich bin zufrieden, das ist alles super und super, es gibt immer noch 10.000 Möglichkeiten, die Dinge einfach besser zu machen. Einfach den Job zu verstehen und darauf dann zu entwickeln. Aber wie gesagt, wenn man Kunden jetzt fragen würde und sagt, hier, entwickel mal für uns das ideale Produkt, kommt vielleicht sowas dabei raus, hier von Homer Simpson, der ist ja da als Experte von der Automobilindustrie in einer Episode eingeladen worden. Und die haben ihn gebeten, bitte entwickel mal das Auto für uns. Und das ist dann dabei rausgekommen. Kann man ja sehen, hinten so eine Kapsel, für die Kinder. Die können dann da spielen, dann ein großes Horn, der repräsentative Kühlergrill, die dicken Reifen. Und potthässliches Ding, hat aber alle Features, die er sich so ausgedacht hat, alles reingeworfen. Listenpreis war $82.000. Und das kann man schon hier von dem Moderatorengesicht ablesen. Die waren alle schockiert, als sie es gesehen haben. Ist natürlich ein Humorbeispiel. Ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Aber da steckt sehr viel Wahrheit da drin. Wenn man Kunden fragen würde, würden die einem diese eierlegende Wollmilchsau versuchen, entwickeln zu lassen. Funktioniert natürlich nicht, ganz klar. Gut, wie soll man es vielleicht auch nicht machen? Und zwar so, wie der Segway, der wurde ja 2002 angekündigt als, ich sag mal, Dean Kamen hat gesagt, the new form of human transportation. Also die neue Art und Weise, wie wir uns als Menschen fortbewegen wollen. Er hat natürlich gedacht, das schlägt ein wie eine Bombe. Das ist ein absolutes Nischenprodukt geworden. Wenn ich mir überlegen würde, ein Segway zur Arbeit zu nutzen, jeden Morgen mit so einem Ding zur Arbeit zu fahren, anstatt mit Bus und Bahn oder mit meinem Auto oder was, würde ich fragen, wo kann ich das Ding überhaupt fahren? Kann ich es auf der Straße fahren oder auf dem Gehweg? Ich habe keine richtige Ahnung. Wie komme ich da ist eine Treppe, da muss ich irgendwie hochkommen. Komme ich mit dem eine Treppe hoch oder selbst ein kleiner Absatz? Wo stelle ich das ab? Wo lade ich das auf? Steht es da sicher? Und vielleicht, was noch wichtiger ist, die Frage, warum ist es überhaupt besser, als meine jetzige Möglichkeit, zur Arbeit zu kommen? Ist es schneller, sicherer? Komme ich da trockener hin? Wahrscheinlich nicht. Habe ich mehr Spaß? Könnte ich argumentieren? Macht vielleicht ein bisschen mehr Spaß, das Ding zu fahren. Aber es löst nicht wirklich ein Problem, was ich nicht vorher anders lösen konnte, auf eine gute Art und Weise. Was sind die drei Haupteinsatzgebiete von dem Segway? Wo sieht man die denn? Stadtführung, genau. Polizei, richtig. Und der dritte Einsatzbereich, habe ich gelesen. Bitte? Stimmt, bei genau. Oder zwei Stockwerke über euch, da wird das Ding auch eingesetzt. Was ich gelesen habe, ist Polo, Segway Polo. Hört sich zumindest interessant an. Und in diesen Nischen ist das Ding auch wirklich gut. Also wenn man sich mal Stadtführung anguckt, du fährst jetzt nach Wien, hast vielleicht Familie dabei, etwas größere Kinder,
die quengeln die ganze Zeit rum, die wollen nicht die ganzen Attraktionen sehen, die du vielleicht sehen willst, wollen nicht in die Museen gehen. Mit dem Ding kommst du relativ zügig durch die Stadt durch. Und es macht noch Spaß und du siehst viel und du musst dir keine Gedanken machen, wo fahre ich, weil du fährst die ganze Zeit hinter dem Guide hinterher. Ja? Also da sind sehr viele Probleme schon im Vorhinein gelöst und das ist wirklich ein gutes Vehikel. Auch bei Polizei, besser als Pferde vielleicht, können nicht scheuen, ja? Aber du bist doch etwas erhöht und vielleicht doch kriegst du noch mehr Respekt. Von anderen hast du einen besseren Überblick. Zumindest kann man von oben runter gucken, ein bisschen. Und Polo ist mit Sicherheit auch eine interessante Geschichte. Also nur, weil jemand eine technische Meisterleistung schafft, heißt es doch lange nicht, dass es eine Innovation ist. Es ist eine tolle Technik, eine meisterhafte Technik. Es war unglaublich, das konnte man sich nicht vorstellen, ein selbst auf zwei Reifen balancierendes Vehikel. Es war, konnte man sich nicht vorstellen. Heutzutage gibt's ja, ist es ja normal. Aber die Technik allein war nicht der Auslöser, dass das Ding erfolgreich geworden ist. Wo kommen die Jobs to be done Theorie her? Und der Grund ist dieser. Der Kunde ist nicht interessiert an dem 6er Bohrer, der ist an dem 6er Loch in der Wand interessiert. Man kann es doch weiter spinnen, kann sagen, nein, eigentlich will der Kunde oder niemand will ein Loch in der Wand haben. Ja. Ich will was aufhängen, will ein Bild aufhängen. Ich will einen Schrank befestigen an der Wand, dass er nicht umfällt. Ach Quatsch, will ich gar nicht. Ich will gar kein Bild aufhängen. Ich will ein Bild an der Wand haben. Ich will an die Wand gucken können, da hängt was Schönes. Es muss ja nicht mal ein Bild sein. Und das ist einfach dieser Mindset, den man haben sollte. Es kommt nicht auf das Produkt drauf an. Kommt ein besseres Produkt um die Ecke, werde ich das austauschen, wenn es für mich besser ist. Ich habe hier mal nochmal meine Beta-Version mitgebracht vom Jobs to be Done. Erklärvideo ist so 3,5 Minuten, das gucken wir uns mal an. Da wird es nochmal kurz erklärt und dann gehe ich nochmal auf die Punkte ein. Die Jobs to be Done Theorie in 3,5 Minuten erklärt. Im Grunde genommen ist das Zustandekommen von Innovationen ganz einfach. Jeder Mensch, ob im privaten oder in einem beruflichen Kontext, möchte Fortschritte im Leben machen. Im Großen wie im Kleinen. Ein solcher Fortschritt könnte sein, einen neuen, besseren Weg zu nutzen, um mit meinem Geld möglichst viel von der Welt zu sehen. Oder auch nur eine bessere Möglichkeit zu haben, in einer fremden Stadt eine gute Imbissbude zu finden. Um diesen Fortschritt zu machen, beziehen wir Produkte in unser Leben ein. Den Fortschritt, den man durch die Nutzung von Produkten, Dienstleistungen und Marken erzielt, bezeichnen wir als Aufgabe oder als den Job, den man erledigt haben will. Im Grunde gibt es mehrere Arten von Jobs. Nicht nur funktionell, also zum Beispiel von A nach B kommen, sondern auch emotionale, wie zum Beispiel Spaß oder Selbstbestätigung oder etwa auch durch andere Anerkennung erfahren. Der Weg, diese Fortschritte zu erreichen, ist aber kein geradliniger Prozess. Vielmehr ringen Menschen ständig darum, einen Fortschritt zu machen. Wenn wir also einem Menschen mit unserem Produkt effektiv helfen wollen, dann sollte dies ihm ermöglichen, einen Fortschritt im Leben zu machen. Also um höchst wichtige, unerledigte Aufgaben zu lösen, die gerade anstehen. Wenn wir diese Aufgaben erledigen wollen, um Fortschritt zu machen und dafür Produkte nutzen, dann spielt noch eine andere Sache eine wichtige, sogar entscheidende Rolle: die Umstände, unter denen gehandelt wird. Denn es macht einen Riesenunterschied, ob ich in einem Einfamilienhaus an einem Dienstagnachmittag um 16 Uhr ein Loch in die Wand bohren möchte oder in einem Mehrfamilienhaus an einem Sonntagmorgen um 6 Uhr. Je besser wir die Umstände kennen, desto besser können wir unsere Lösung für die Erledigung des Jobs darauf abstimmen. Bevor ich aber ein Produkt mit der Erledigung meiner Aufgabe beauftrage, vergleiche ich es mit anderen Lösungen. Sogar mit der Möglichkeit, gar nichts zu unternehmen oder mir selber eine Lösung zurechtzuschustern. Erst wenn die Antriebskraft durch die derzeitige Situation und die Anziehungskraft durch die neue Lösung größer ist
als die Befürchtungen, die neue Lösung könnte mich enttäuschen, oder die Kraft der Gewohnheit, die mich zurückhält, dann greife ich zu. Dem Grunde nach geht es hier um ein Auswahlproblem. Wenn mir ein Produkt etwas ermöglicht, was ich vorher nicht tun konnte, oder wesentlich besser, schneller, günstiger oder sicherer, dann handelt es sich um eine Innovation. Einfach anders zu sein reicht nicht aus. Jobs to be done ist eine mächtige Metapher. Diese hilft uns, die Realität nicht nur aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, sondern auch zu definieren. Die Metapher benutzt zwangsläufig ein anderes Vokabular als das übliche, was wir bisher im Marketing verwendet haben. Deswegen sprechen wir bei Jobs to be done auch nicht mehr von Bedürfnissen oder dem Kauf von Produkten, sondern von zu erledigenden Aufgaben und dem Beauftragen von Produkten. Diese Begriffe helfen uns, ein neues Selbstverständnis zu erlangen. Wir werden zum Dienstleister unserer Kunden, der ihnen hilft, Fortschritt im Leben zu machen. Also hier wurden ein paar ganz zentrale Dinge genannt, die zu Jobs to be done gehören. Und wir schauen uns die jetzt auch nochmal alle an. Es geht also um eine Sache, wirklich. Wenn man wirklich eine große Innovation schaffen will, geht es nicht um Technik, es geht darum, Menschen zu helfen, einen Fortschritt zu machen. Und alle großen Innovationen, die wir uns anschauen, 5 Minuten sehe ich gerade, helfen uns, Fortschritt im Leben zu machen. Ja? Airbnb zum Beispiel. Du kannst Städtereise machen zu einem sagenhaft günstigen Preis. War vorher nicht möglich. Und so weiter. Gibt es also viele Beispiele. Jobs-Metapher, das ist wirklich das Interessante. Und das ist auch wirklich einzigartig für Jobs to be done, ist, dass wir diese Metapher benutzen, um Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und auch alleine der Begriff Beauftragung, ich werde beauftragt, hat eine ganz andere Bedeutung, als ich kaufe etwas oder von mir wird etwas gekauft. Weil eine Beauftragung transportiert ganz andere Erwartungen an mich. So, was sind Jobs? Das ist der Fortschritt, den ein Mensch dann erzielen will unter bestimmten Umständen. Die Umstände sind ganz, ganz wichtig. Die Umstände sind entscheidend für die Erledigung des Jobs. Deswegen machen wir auch diese Interviews, um diese Umstände herauszufinden, weil da findet sich dann auch das Gold. Sind komplett unabhängig von der Lösung, die wir schaffen wollen. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Sie sind dauerhaft und anhaltend. Jobs existieren. Sie haben schon immer existiert. Sie ändern sich nicht so furchtbar. Aber was sich ändert, sind, wie die Jobs erledigt werden. Das ändert sich ständig. Das sind die neuen Technologien, das ist die Digitalisierung, die um sich greift. Das sind die ganzen neuen Dinge, die wir entwickeln können. Die neuen Dienstleistungen, neuen Produkte. Das ändert sich ständig. Und die werden auch so ständig auch neue Produkte beauftragt, ganz klar. Ja, es geht um zu erledigende Aufgaben. Es geht um Produkte, Dienstleistungen und Marken. Hier habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, der Robotermäher. Ich mähe also noch mit der Hand, muss ich zugeben. Aber das wäre eine echte Alternative für mich. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Und den würde ich beauftragen und sagen, du pflegst jetzt meinen Rasen. Ich installiere das einmal und dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Ich muss noch nicht mal den per Hand aufladen. Ich muss das Grünzeug nicht wegbringen. Ideale Sache. Wenn jetzt was anderes daherkommen würde, irgendwie vielleicht Mittel, was ich aufbringen kann und dann wächst der Rasen einfach nicht mehr. Oder keine Ahnung, oder in den USA ist es auch üblich, dass man einen Kunstrasen, der sieht schön aus, das kann man kaum unterscheiden von richtigen Rasen, aber Kunstrasen auslegt, dann muss ich mir noch nicht mal Gedanken machen, dass er im Sommer verbrennt und solche Dinge. Also wie gesagt, das ist eine temporäre Aufgabe, dieses Beauftragen. Sehr kreativ. Ist so total kreativ. Der hat wahrscheinlich das Ding bei Kindern gesehen und gesagt, oh, das könnte ich super anwenden. Ist er damit schneller, als wenn er per Hand tapeziert? Auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich um einiges schneller. Hat er eine bessere Qualität? Kriegt er eine bessere Qualität hin? Vielleicht kriegt er sogar
gleichmäßigerer Strich, könnte ich mir vorstellen jedenfalls. Das ist so ein Beispiel für Flugschustereien. Und es gibt es ja auch in der IT, da nennt man das ein Lifehack. Lifehack kam ja 2005 raus, und zum ersten Mal der Begriff. Ein Programmierer hat gesagt, ich muss irgendwie durch den Tag kommen, ich muss mir selber was basteln, was stricken. Oder sind nicht selten Softwareprodukte draus geworden aus diesen Lifehacks. Momente des Ringens, auch nochmal ganz wichtig. Ist kein geradliniger Prozess, dieser Kaufprozess. Da ist ein großes Hin und Her, vor, zurück. Und Kräfte, die mich hinpushen zu einer neuen Lösung, es gibt Kräfte, die mich abhalten. Und je besser man diese Kräfte versteht, desto besser kann man mit seinem Produkt oder der Dienstleistung und auch mit seiner Kommunikation darauf eingehen. Das ist wirklich, wirklich interessant. Das ist Teil also meines Workshops, dass wir über diese Kräfte sprechen. Ja, was gibt es noch für Arten von Jobs? Haben wir ja schon gesehen, funktionelle, also von A nach B kommen. Es gibt emotionale Motorradkauf heutzutage. Hat oft nichts zu tun mit funktionellen Dingen. Das ist ein einfach emotionaler Job. Ich will was Gutes tun. Ich will wieder jung sein. Das konnte ich in der Jugend nicht machen. Und es gibt soziale Jobs, das ist dann die Anerkennung von anderen erfahren. Ja. Beispiel hier meine Frau, die postet immer ihre Bilder vom Essen auf Instagram und freut sich echt wie ein Schnitzel, wenn sie dann 10 Likes bekommen. Ich habe sie gestern extra mal gefragt, warum machst du das? Warum postest du? Sie postet wirklich fast jede Mahlzeit. Er sagt, ja, ich freue mich, wenn die Leute es mögen. Vielleicht kriege ich von dir nicht genug Aufmerksamkeit. Okay. Gut, hier nochmal Entkopplung von Bedürfnis und Produkt. Und ich mache das mal ganz extrem. Ich zeichne hier immer eine Firewall ein. Ich sage, Leute, schaut euch erst die linke Seite an. Wird ja klassisch noch bezeichnet als Bedürfnis, aber findet das Warum. Findet das Warum. Warum wollen Leute etwas tun? Und da muss man ein paar Mal geschickt nachfragen. Ich sage nicht, dass man fünfmal hintereinander Warum fragt, aber man muss zu dem Warum letztendlich kommen. Warum wollen Leute und welchen Fortschritt wollen Leute im Leben machen und welche Aufgaben wollen sie erledigen? Und wenn man das weiß, wenn man ein glasklares Verständnis von dem Job hat, von den zu erledigenden Aufgaben, dann kann ich mir Gedanken machen, wie kann ich das denn überhaupt am besten befriedigen? Ist es ein Produkt? Ist es eine Dienstleistung? Kann ich, es gibt ja ganz verrückte Produktbenutzungen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeschaut habt auf dem Internet, für was Produkte alles hergenommen werden. Da war letztens was Interessantes. Also die haben irgendwie Amazon-Käufe aus Wissenschaftler-Sicht analysiert und da hat man gesehen, dass sie ein T-Sieb benutzt haben, um irgendwelche Tierkulturen zu pflegen und ganz ordinäre Gegenstände für ganz verrückte Sachen. Aber das müssen wir erstmal verstehen. Was ist der Job? Dann können wir unsere Kreativität frei Raum lassen und dann können wir wirklich hier anfangen zu experimentieren, Prototypen zu machen, MVPs und so weiter. Und dann entwickeln wir hier Produkte, Dienstleistungen und Marken. Man kann sich das so vorstellen, wie diesen Prozess, wie so ein tief in den Eisberg reingehen. Oben sieht man die Verkäufe, alles, was man messen, alles, was man so an Daten bekommen kann. Und unterhalb der Wasseroberfläche sind die ganzen interessanten Geschichten, die wir herausfinden wollen. Die Kaufgeschichten. Was wurde auch gefeuert? Weil wenn du was machen willst, dann musst du was feuern, damit du was anderes anheuern kannst. Oft. Was sind die Flickschustereien? Wer sind die Wettbewerber um den Job? Was ist der angestrebte Fortschritt? Warum wurde gekauft? Was sind die Motive? Wo ist die Energie? Wenn wir die Energie finden, dann kann man sagen, dann haben wir das Gold gefunden. Das sind zwei, die haben das wirklich gut drauf. Chris Beck und Bob Meister, Experten für Jobs mit deinen Interviews. Und die haben gesagt, findet das Gold in den Interviews. Und das ist wirklich interessant, was man da oft herausfindet. Ja, Formulierung von Jobs und ganz kurz, Job Stories versus User Stories. Es ist schon meines Erachtens ein sehr fortgeschrittenes Thema, zu überlegen, wie kann ich User Stories, und ihr könnt es Job Stories nennen oder einfach User Stories belassen, aber wie können wir die wertvoller machen, wie können wir da mehr Bedeutung reinbringen. Normalerweise benutzen wir so die Persona, da sagen wir halt, Persona für die Produktentwicklung ist jetzt nicht unbedingt relevant. Da gibt es andere Dinge, das gibt es die Jobs. Aktionen überlege ich mir auch am grünen Tisch, was will der überhaupt tun und was will der für ein Outcome haben. Und da stecken sehr viele Annahmen drin.
Wir wissen nicht, was die beste Handlung ist. Wenn wir nicht gefragt haben und den Job herausgefunden haben, dann können wir das gar nicht rausfinden. Bei einer Jobstory können wir sagen, wir beschreiben die Situation. Das sind auch meistens Geschichten. Das sind Geschichten, die wir hören und zusammenfassen und dann als Geschichte hier nochmal sozusagen darstellen. Möchte ich, was ist die Motivation? Was will der überhaupt dann erreichen? Und es kann nicht sein, einen Knopf drücken und irgendwas filtern und irgendein Ergebnis. Das ist nicht der Job, das sind andere Dinge. Damit ich ein erwartetes Ergebnis bekomme. Ganz kurz noch zum Thema Kundeninterviewen und warum machen wir das? Könnt ihr es erkennen? Es ist kein Fahrradfahrer, der an der Wand hängt mit einer Hand. Die Perspektive ist entscheidend. Wir müssen eine andere Perspektive einnehmen. Wir müssen eine andere Perspektive einnehmen, damit wir alle Lösungen sehen und die richtige Lösung. Deswegen können wir so Jobs-to-be-done-Interviews machen. Das ist Jonathan Briggs, ein Ex-Professor der Kingston University in London. Der hat so ein Kartendeck entwickelt, weil der liebt Jobs-to-be-done und hat gesagt, Karten ist ein toller Formfaktor. Da kann ich also mit diesen Karten, besonders am Anfang, wenn ich noch ein bisschen unsicher bin, kann ich Interviews führen. Die kann ich so am Tisch auslegen und kann ich vorher ausselektieren. Ich kann mir auf diesen Fragen aufbauen, weitere Fragen überlegen. Ist auch nicht so, dass man die wirklich von 1 bis 50 durchgeht, sondern man macht das immer ganz individuell. Es war ein schönes Vehikel und da kann man herausfinden, was ist die Zufriedenheit mit der derzeitigen Lösung, warum wurde gekauft, unbefriedigte Bedürfnisse, ringen um eine Lösung, der ideale Anbieter. Und sehr, sehr viele Dinge kann man da herausfinden mit Hilfe dieser Fragen. Er versucht das Ganze in so einen vergangenen Produktkauf oder Dienstleistungskauf oder Beauftragung nochmal Revue passieren zu lassen und rauszubringen, so diese Customer Journey kann man fast sagen. Und da findet man dann interessante Sachen. Und das ist so ein kleiner Skill, den muss man entwickeln. Man ist nicht gleich super gut. Die ersten Interviews versemmelt man normalerweise. Ja. Da sagst du, ich hab die Interviews gemacht, ich habe wenig oder gar nichts rausgefunden. Und dann wird man aber besser. Je mehr Interviews man macht, desto besser wird man. So, das ist hier nochmal das Tool, was wir ja auch im Workshop ausprobieren. Und die Katja wird dazu vielleicht nochmal was sagen. Wir haben das also bei unserem Workshop im November gemacht. Einen richtigen Kunden interviewt, eingeladen und das Ganze mal ausprobiert. So, wie könnt ihr diese Erkenntnisse verwerten? Einmal, was so dieser große Perspektivenwechsel zu vorher hoffentlich ist, ist in Jobs zu denken. Nicht nur Bedürfnisse, Leute haben Bedürfnisse, was schwammig ist, sondern die Sprache anzuwenden. Und das sieht man dann im Unternehmen, wenn auf einmal die Rede von Jobs oder von Aufgaben ist, die zu erledigen gilt oder beauftragen, für was werden wir hier beauftragt? Und das ist ganz interessant, es ist nicht nur Produkt- und Dienstleistung, aber beauftragt andere Dinge auch. Ihr habt mich beauftragt heute, hier etwas zu tun. Ich wurde beauftragt. Wenn du zu einem Kongress gehst, beauftragst du den Kongress. Du kannst auch drüber nachdenken, du als Ehemann, als Vater, wirst beauftragt von deiner Familie. Ja, und solche Dinge. Man kann da auf dem gesellschaftlichen Gebiet überlegen, warum beauftragen Kinder Alkohol oder Drogen? Das sind Produkte, die beauftragt werden. Warum beauftrage ich eine Partei? Also man kann das Ganze wirklich weit spinnen und man muss einfach nur diese Jobs-to-be-done-Linse aufsetzen. Ganz wichtig, verstehen, warum eure Kunden die Dienstleistungen, Produkte kaufen und neue wertvolle Jobs entdecken. Ist wie so eine Detektivarbeit. Um Produkte so zu definieren, dass sie die zu erledigen Aufgaben bestmöglich abdecken. In dem Buch wird, hier übrigens ist ein Buch zu dem Thema auch von Clayton Christensen, da wird gesprochen, ich integriere mein Unternehmen um den Job herum. Kann man sogar als Unternehmenszweck definieren, einen Job. Nicht mehr vages Statement, wir wollen Kunden bestmöglich befriedigen. Nein, wir wollen die Besten werden, um diesen Job zu erledigen. So kann man das auf Unternehmensebene machen. Jetzt bin ich sehr schnell durchgegangen, es tut mir leid, aber ich weiß, dass wir begrenzte Zeit haben. Hier nur ein paar Ressourcen. Ich habe ganz neu eine Case Study gemacht mit einem Mainzer Startup.
Die haben so ein Virtual Reality Design Software und oder Anwendung. Ist ganz interessant, kann man sich mal runterladen, was wir da schon rausgefunden haben. Und wie gesagt, ein Workshop. Und das ist jetzt mal ein Statement, was ich denke, was wahr ist, dass dieses große Hemmnis, warum wir keine Innovationen schaffen, weil wir die Sachen einfach nicht oft genug, nicht genug aus der Kundenperspektive sehen, sondern meistens aus der Technologie- oder Produktperspektive. Noch irgendwelche Fragen? Sonst stehe ich nachher natürlich noch zur Verfügung. Dann würde ich jetzt einfach mal an die Katja übergeben. Die wird euch jetzt was erzählen über ihre eigene Erfahrung. Und Tim ist ja leider heute nicht mit dabei. Aber das sind ja die beiden Champions hier bei Seibert, würde ich sagen, die es vorangetrieben haben. Alles klar. Okay.